Grüß euch! Es ist Montag, der 9.9. Es ist 20.30 Uhr. In einer Viertelstunde geht das Match Österreich gegen Polen. Eigentlich Polen gegen Österreich los, weil sie spielen in Warschau. Und wir zwei werden uns das halt anschauen. Genau, die Ausgangslage ist natürlich, sagen wir mal, brisant. Österreich hat ja vor wenigen Tagen ein grandioses 6:0 gegen Lettland geschafft und gleichzeitig hat Polen 2:0 verloren. Das heißt, in dieser EM-Quali-Gruppe geht es drunter und drüber. Schauen wir mal, was das heute wird. Ich habe heute im Radio gehört, gestern ist schon ein österreichischer Fan in Warschau verprügelt worden. Aber ja, was tut auch in Warschau? Ich meine, wenn einer auf die Gosch schauen will, braucht er noch Simmering kommen. Ich meine, für was fährt der so weit, Komiker? Das ist jetzt schon fad. Der Locher und die Stenzel da jetzt auch auftaucht in der Rede halt. Und dann sagt, ich habe nicht gewusst, wer das veranstaltet. Die Hühner sind vorbei. Ja, Zeit für was. Jetzt dürfen wir, oder? Zeit für was Rot-Weiß-Rotes. Ja, gar nicht so schlecht. Schau. Astronautovic mit dem ersten Schuss, die vierte Minute. Ja. Ui. Jetzt brennt. Naja. Na bitte, ist schon passiert, gelbe Karte an Astronautovic, 9. Minute. Gratulation. Na was. Ja! So wieder der Astronautovic. Also bis jetzt können wir nicht meckern. Ja, ich schon. Bin ein typischer Österreicher, ich mag's gar immer. Alles drunter. Ich hätte alles besser gemacht. Abseits. Naja. Der Scheiß, wenn's bein geht. So, schon langsam jetzt fahren. Das ist interessanter. Na geh erst. Na geh bitte. Naja, Alter, das ist ja. Ich leih auf die Mischung. Danke, bitte! Einfach gut? Na, was? Ja, halt doch den Papen erst! Ich wollte. Na, jetzt aber. Go! Warum trottet ihr da hinten? Red, du alter Schell! Ja, komm! War gar nicht schlecht. Naja. Und? Freunde. Was? Halbzeit. Naja, Halbzeit, 0:0. Weiter geht's. In Warschau. Schau dir das an. Jetzt hätten wir fast ein Tor geschossen. Wir zwei. Ja, aber der typisch österreichisch, gell? Wenn es gut ist, sind es wir. Wir haben super gespielt. Und Scheiße rennt nach dir mal einen Scheiß zum Spiel. Wir haben schon wieder nicht gewonnen. Ja, du wackel mit deiner Depperten vorne. Da. Schau da unten. Jetzt steht er immer abseits da. Ja, steht er noch dahinter. Nein, jetzt ist er wieder zurück. Komm. Okay, Herr. Danke, das war vorlässig. Jetzt aber. Jetzt hau ich mal an. Mein Gott, nein, erst. Jetzt zieh ich mal an. Na schon. Na so. Erst. Bringt es den Ball bitte einmal weg, gell? Anatovic! They are the Eggman. I had the walrus. Was muss denn da alles abpfeifen in einer Tour? Was tust du? Alter, Stankovic, bitte! Komm jetzt, marschier, geh mal, komm! Unten! Zerreißt ihm das Trikot und sagt, was ist denn euch? Alter, wo? Nicht doch, Alter. Ja. Na, schön gesagt, ja. Freistoß. Naja. Ich glaube, das war. Ja, das war's aus. Ende. Das Match ist vorbei. Liebe Freunde der Blasmusik. 0:0. Es war ein klassisch österreichisches 0:0. Herr Dr. Schneckel, Lotz und Platz, Ihre Analyse bitte. Naja. Arsch, was kann man sagen? Arsch?
mäßig spannend zwischendurch. War der Playboy interessanter als das Fußballspiel, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ansonsten, ja, grundsätzlich nicht schlecht gespielt. Erste Hälfte war schon spannend. Da kann man aufbauen drauf. Es war halt vielleicht nicht schlecht gewesen, ein Tor zu schießen, das müssen wir dann noch sagen fürs nächste Match. Ja, stimmt. Aber im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, Glück gehabt, weil die Polen haben schon teilweise auch sehr gute Chancen gehabt. Also da sind wir auch mit einem blauen Auge davon gekommen, muss man sagen. Ja, die Polen eigentlich auch. Die Polen Also so. Ein verdientes Unentschieden, so deppert das klingt. Ja, ein gerechtes Unentschieden, kann man sagen. 0-0 klingt natürlich immer so deppert, aber ja, es ist wirklich so. Vor allem für die EM-Qualifikation und für die Tabelle war das ja jetzt schon ziemlich Arsch, dass wir da nicht 3 Punkte geholt haben. So ist es. Muss man sagen, weil? Weil natürlich Slowenien in letzter Minute noch ein 3-2 gegen Israel geschossen hat. Bringt uns jetzt in die Position, dass Österreich jetzt auf Platz 3 in der Tabelle liegt, mit 10 Punkten hinter Slowenien mit 11 und Polen mit 13. Aber es sind ja noch 4 Spiele ausstehend. Das nächste am 10.10. in Wien gegen Israel. Quasi die Retourwatschen für das 4-2 in, ich weiß nicht, was gespielt haben, ich glaube Tel Aviv. Ja, es war ein feiner Fußballabend. Also die Verpflegung war super. Also gefressen, gesoffen, wie die Ansa. Solette, das Cover, das sehr gerne gegangen ist. Alles in allem muss man dem Fazit ziehen, dass dieses Spiel jetzt aus ist und vorbei. Ich, der Herr Fetz und der Herr Hotzenblut sagen gute Nacht. Also, Dankeschön, viert euch. Ade. Wiederschauen. Hola, die Riedel, Jodel, Österreich. Hola, die Riedel, Jodel. Österreich ist treff.